Das ist ein geiles Spiel. Mario vs. Donkey Kong. Demo-Version kann man sich runterladen. Die Frage ist, lohnt sich die Demo-Version, ne? Die Demo-Version von Mario vs. Donkey Kong ist jetzt verfügbar. Knoblauch klettere durch 3 Level der Vollversion des Spiels, okay? Entspannt, klassisch. Empfohlen für Spieler, die ein eher entspanntes Spielerlebnis wünschen. Oder empfohlen für Spieler, die nach einer Herausforderung suchen. Ja, so welche sind wir doch hier, oder? Ah ja. Geil. Direkt Nostalgie schon. Geil. Wie der chillt. Bei dem Ohr. Tobias, klappt jetzt der Ton? Schreib mal rein, bitte, damit ich mir sicher bin. Bitte schneller einschreiben, danke. Okay. Toy Company, ah ja. Könnte aus dem Mario-Film sein, ja, da dachte ich auch gerade dran. Aber cool, da krieg ich schon ein bisschen Bock auf die Vollversion. Aber es hat natürlich die ganze Story erzählt, ne? Geht schon direkt los quasi. Ah, ich nehme Steuerkreuz auf Oldschool. Aha. Konnte sich doch auch so abstützen, oder? Ah. Ah, wenn er so springt, kann man gar nicht weiterlaufen. Guck mal so. Na doch. Gegenstände aufheben und werfen. X, okay. Achso, das sind nur so die Fragezeichen. Wie früher, geil. Kennt ihr auch Super Mario Bros. 2, da konnte man auch Sachen aufheben. Ah, wenn man den Eimer angefasst hat, ist ein okay. Facecam vielleicht oben rechts? Hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Aber da ist ja die Zeit da. Weißt du, ich meine? Gehen wir schnell. Und ganz früh war das bei Donkey Kong in dem Spiel, dass du die Prinzessin retten musstest. Heute sind das quasi Spielefiguren, weil Donkey Kong in den Spieleladen eingebrochen ist. Interessant. Synchronisiere einen Controller für 2 Spieler. 2 Spieler geht auch, okay. Was kann ich jetzt hier auswählen? Ach, das sind die Level. Ich bin jetzt Level 5. Oder was? Here we go. Ah, der ist von niedrig gesprungen. Okay. Wie komme ich hier nicht rauf? Na, dann so, ne? Quasi. Krass, ich hab das extra gemacht, dass du nicht zu hoch springen kannst.
Okay, ich muss jetzt zum Roten, ne? Naja. Ich kriege aber den Stein weg. Okay, warte mal. Okay, warte. Jetzt muss ich schnell sein. Nee, das war auch scheiße. Ah, warte mal. Ich wäre schon überfordert. Echt, Kellerkorder, wirklich? Sorry, mein Fehler. Aber warte mal, da hast du gerade Dings. Lass mich mal kurz überlegen, Digga. Zeit läuft jetzt halt ab. Ah, so, guck mal. Ja, machen wir nochmal, warte. Die Zeit, ja, ich weiß. Einer hat noch gerade gefragt, Uwe, was ist das für ein geiler Hoodie? Ist das schon wieder eine neue Kollektion? Der ein oder andere weiß es vielleicht noch gar nicht von euch. Diesen Hoodie gibt es in 7 verschiedenen Farben. Gibt es sogar als Shirt, als Stringer, als Tanktop, lange Hose und kurze Hose. Das ist eine Classic-Kollektion, also Titan Classic haben wir sie genannt, weil es das alte erste Logo von uns ist. Und wir gehen mal hier rein, zack, hier könnt ihr das sehen, Leute. Auch für Big Boys geeignet. Guck mal hier, hat sogar noch eine richtige geile eigene Seite bekommen. Hier eine Landingpage, die Kollektion. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kollektion geworden. Allein schon aufgrund des nostalgischen ersten Logos von Smilodogs. 7 verschiedene Farben. Hier könnt ihr es sehen. Hoodie, Jogginghose, Tanktop bzw. Stringer, Tanktop, Shirt und Shorts. Mal hier könnt ihr nochmal die Details sehen. Oversize Fit, übergeschnittene Schultern, große Kapuze. Smilodogs Iconic Print. Aufgesetzte Känguru-Tasche, das ist die Tasche hier in der Mitte. Weicher und warmer Stoff, das ist nämlich die Dawson-Qualität. Und wenn ihr jetzt hier rauf geht, könnt ihr dann natürlich auch mal die verschiedenen Farben hier anklicken. Guck mal hier, Anthrazit. Beige ist auch sehr geil. Das haben wir hier nochmal so ein Erdton, so ein helles Braun und nochmal richtig beige. Also ihr könnt das auch geil kombinieren, die Shorts mit dem Hoodie. Wenn ihr eine schwarze Hose nur habt und dann mit den anderen Oberteilen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt geile Kombinationen setzen. Ich habe hier zum Beispiel heute die Kombination. Habe ich jetzt schwarz, Logo hier schön print und den roten Hoodie dazu. Das ist meine Kombination. Und natürlich zum Start der Kollektion gibt es natürlich einen Flying Uwe Gutscheincode. Der heißt einfach nur Flying, 20% obendrauf. Und ab Mindestbestellwert von 80 Euro bekommt ihr sogar noch ein Gratisgeschenk von Smilodogs, also von uns. Probestellung dazu. Lohnt sich auf jeden Fall. Geht rein, Chat und hier auf YouTube oder in die Videobeschreibung und sichert euch die neue Kollektion. Ist wirklich eine geile, nostalgische Kollektion. Und wir wurden sehr gelobt von unseren Athleten und Creatoren, die wir unter Vertrag haben. Die haben gesagt, oh, das ist jetzt bis jetzt meine Lieblingskollektion. Also wir haben wirklich großen Zuspruch bekommen. Na, den müssen wir mal kurz ausschalten. Man sieht daneben nicht mehr. So. Ja, eigentlich brauche ich den gar nicht da oben hinstellen. Eigentlich nur zu Dings. Warte nochmal. Oh. Yep. Woo.
Wie soll ich das denn schaffen, Alter? Hm. Warte mal. Wofür ist er hier? Ich will mal was testen. Wofür ist er hier? Ah, und dann kann ich so... Dann kann ich so quasi. Warte mal. Du musst sie mitnehmen wegen der Zeit. Ja, aber das Ding ist ja... ich hol ihn da jetzt raus. Zack. Ich muss ja dann zurücklaufen. Das Zurücklaufen dauert viel zu lange. Wisst ihr, was ich meine? Super Mario Speedrun, weil du was für dich. Ja, gebe ich dir recht. So ein bisschen challengen und sowas mag ich ja. Aber was bringt das, wenn ich den Schlüssel mitnehme, Digga? Das bringt ja nichts, wenn ich den... Obwohl, doch, warte mal. Bringt natürlich was, Digga. Was rede ich denn da? Wegen der Zeit. Klar bringt das was. Ist ja easy. Boah, so wollte ich das eigentlich machen, zu Anfang direkt. Zeit, genau, da muss man, deswegen wollte ich ihn zu Anfang mitnehmen, aber dann habe ich gedacht, das wäre falsch. Okay, was passiert jetzt hier? Man kann immer die Fragezeichen hier. Okay, ja, darauf wäre ich nicht gekommen. Es ist ein cooles Spiel, das sind so Rätsel, ich mag das. Ich finde das voll geil. Ah, hier der Hammer, wie früher. Geil, warte. Ja, genau. Die Musik. Geil, wer kennt's, Digga? Geil, wer kennt das? Geil. Hier mit der Öl, mit dem Öl da. Geil. Mit dem Öl. Hammer. Gerade wieder Nostalgie pur. Heftig. Geil. Ah, ich hätte das Geschenk einsammeln sollen. Das ist doch mein Automaten. Die Musik erinnert mich an Spilo. Ja, das ist der Automaten, den ich hier stehen habe. Der macht auch. Das ist ja das Spiel quasi. Ah, hier müssen wir noch den goldenen Stern machen, ne? Wir haben hier nicht den goldenen Stern, weil wir nicht alles aufgesammelt haben. Müssen wir nochmal machen. Gold ist wichtig, genau. Sonst bringt das nichts. Sonst macht das keinen Sinn. Was meint denn da? Wie das Blech auch so. Voll geil gemacht. So viel Hirnschmalz habe ich nicht. Wie, also ist es für einige so ein bisschen schwer oder was? So vom Rätselding her oder wie? Weil das haben wir schon jetzt einige hier reingeschrieben. So. Geil. Ist nicht mehr wie früher. Kann ich die Pfanne kaputt machen? Ja, geil, achso, okay. Geil, Digga. Das ist Hammer. Ein schönes Spiel ist das. Das ist ein richtig schönes Spiel. Und das ist auch so ein Spiel, da wirst du auch mal ausrasten, sag ich euch so, wie es ist. Warum so kompliziert? Wieso? Was meinst du?
So, jetzt haben wir Gold. Macht Spaß, gefällt mir, ohne Witz. Schön, man muss sich drauf einlassen, ne? Man muss anfangen, das einfach zu spielen und dann wird's geil. Oh, hier haben wir so eine Turnerstange, guck mal. Aha. Okay, was sind denn hier so alles für Knöpfe? Was haben wir denn hier so? Wie würde ich das Geschenk da kriegen? Rüberspringen quasi, aber. Okay, so weit springt er gar nicht. Ah, okay. Okay, okay. Wo ist der Schlüssel? Der ist da. Dann können wir einfach da runter, oder was? Ah, nee. Ah. Der Knopf und dann die Mülltonne. Alles schon erledigt, Digga. Ich hab doch selber Grips hier, Junge. Kann er nicht so mit sich an der Wand abstützen? Okay, okay, was haben wir jetzt hier? Zack, zack, zack. Hier haben wir ein Leben da oben, oder was? Ja, Fabian Hamm, Mario. Wie er sich so an der Stange festhält hier. Süß. Manchmal ist der Mario einfach nur süß, ne? Können wir quasi hochspringen, so schief? Okay. Ich will aber da noch was anderes aufsammeln. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ja, stimmt, das Geschenk. Ah, wie kriege ich das denn? Warte mal. Ah, mit der Mülltonne, oder? Kinder-Level-Kappa. Das ist geil, das macht richtig Spaß. Richtig schön. Und die Community kann dann mitdenken, wenn man nicht weiterkommt. Dem einen fällt es dann ein und so. Wisst ihr, was ich meine? Richtig geiles, süßes Spiel, Mann. Und das wird noch richtig schwer, kann ich mir gut vorstellen. Schon auf dem Gameboy damals war das der Hammer. Der Bruch kommt noch, ja, genau, das ist das nämlich. Ah, geil. Ah, hier, seine Jungs, will er jetzt wegbringen, oder was? Auf süß. Ah. Ah. Okay. Da springen können die aber nicht raus. Geil. Okay, krass. Sowas auch noch, Alter. Okay. Und dann muss ich jetzt hier hoch, ne? Und die dann hier so quasi, ne? Okay. Und jetzt alle hier wieder rein. Okay. Rein in die Büchse. Zack. Okay. Was kann ich jetzt machen? Okay. Ah ja. Süß. Mario Lemming, genau. Daran hat mir es auch erinnert. Lemming, Windows 95. Oh, Boss? Ne, das ist nur eine Vorschau, ne? Ah, okay. Beweis dein Knobel. Das wird noch so krass. Guck mal. Da kommen noch richtig so knifflige Sachen. Das ist so geil. Das ist ein Spiel für mich, Chat. Ich sag euch so, wie das ist. Das ist ein Spiel für mich. Deswegen, ich wollte eigentlich nicht die Demo zocken, sondern die komplette Version am 16., wenn es rauskommt. Aber da sage ich ganz ehrlich, geil, dass ich die Demo gespielt habe. Oh, guck mal hier mit Wind noch hoch und so. Das kommt auch noch, okay. Ach komm, hier springt.
geil. Mega geil, weiterspielen, gute Unterhaltung. Ja, ja, bis mal ausrastet, ich kenne das ja. Geil. Auch mit dem kleinen Mario immer. Ja, ist ein Spiel, da muss man ein bisschen denken, das finde ich gut. Man muss das Ding damit hochnehmen und so. Geil. Cool. Ah, die kannst du auch selbst hochnehmen, okay. Geil. Was sagt ihr zum Game? Mir hat's echt gefallen. Geht auch Koop, glaube ich. Ja, stand zwei Player, ne? Geil, Digga. Tobias, da sehe ich uns. Also ich werde mir das Spiel definitiv kaufen. Auf jeden Fall. Knifflig. Nicht so einfach. Ganz schön gechillt hier mit dem Joystick. Geil. Gefällt mir richtig, richtig gut.